Ja, hi und willkommen, mein Name ist Dani Röpi und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Kingdom Hearts 3. Wir sind letztens in Twilight Town gewesen, in der letzten Welt. Und ja, im letzten Part meine ich. Und wir haben zwei neue Welten zur Auswahl. Eine Welt hat Kampfstufe 14, da gehen wir natürlich noch nicht hin. Gehen wir zu der Welt, die Kampfstufe 12 hat, und zwar Spielzeugkiste. Ich muss schon wieder reinfliegen anscheinend. Wir sind Schiff, aber eine Reihe von Spezialwaffen. Okay, ja, lassen wir erstmal so. Jetzt haben wir ja noch gar keine Probleme. Gut, fliegen wir noch mal rein. Also wir haben eine Markierung da gesetzt. Aber muss anscheinend da landen auch, ne? Gut, dann. Hoppa. Direkt anderen Seite, ne? Oh Gott. Fliegen wir ganz schnell hier durch, ne? Kristall. Kann ich den jetzt kaputt machen? Oh, sehr gut. Ne, da. Ah, hallo. So ein Ding haben wir wieder. Es hat das, weil ich schon aktiviert habe. Ich glaube, das habe ich schon aktiviert, ne? Kann man schon die anderen Schatzdinger auch noch aktivieren. Aber ja, schon fliegen, ne? Da. Ich kann gar nicht so weit nach unten. Auf die Zahnräder, um nicht Fuß zu verbinden. Gott. Na komm. Oh Gott. Keine Ahnung von League of Legends, aber die sehen irgendwie aus wie diese Bälle, die diese eine Roboter-Olle irgendwie hier verschießt. Da bin ich mir nur ein. Laser klingen gut. Wenn ich mir mal irgendwann mein Ding hier baue, dann wird das schon irgendwann nützlich sein, ne? Alter. So, was ist denn das Ding da? Was mal da? Die Dinger müssen wir auch irgendwie aktivieren oder so, ne? Wegpunkte sind spezielle Orientierungspunkte, die automatisch freigeschaltet werden, wenn du sie anfliegst. Zum Beispiel kannst du ihn als Startpunkt für eine neue Reise benutzen. Okay. Schon sagen. Und was zum? Ui, das war an. Ich glaube, da halten wir uns mal fern. Das sieht nämlich voll krass aus irgendwie. Wenn ihr mich fragt. Da kann man bestimmt auch durch, ne? So, wo ist mal der Wegpunkt hier? Da. Meine Stimme geht langsam ein bisschen zur Neige, also vielleicht war es doch eine blöde Idee, weiter zu spielen, aber ich will das Spiel einfach spielen, okay? Könnt ihr jetzt mir verübeln? Das Spiel ist awesome. Jetzt sagen wir nicht, ich muss noch mal gegen den Boss kämpfen, das wäre ein bisschen doof. Gut, Spielzeugkiste. Terras Körper kontrolliert, als er Anzug Xemnas erschuf. Aber Anzug hatte keine Gestalt, bevor er Besitz von mir ergriff. Sieht er also wegen mir so aus? Was? Ne, dann haben wir doch gerade geklärt.
Haben wir im letzten Part geklärt, Rico. Was? Gut. Ja, guck mal, was uns hier erwartet. Ich weiß es ja schon so ein bisschen. Ich bin aber immer noch Kingdom Hearts, oder? Sehen irgendwie sehr krass nach Final Fantasy aus. Was? Ich nehme an, das war irgendwie innerhalb des Spiels. Ja, okay, ich wollte schon sagen, haben sie jetzt irgendwie Werbung für ein Spiel gemacht? In ein Spiel? Sorry, but this is no time for television, Rex. Gotta say, that gig is pretty impressive. Really? I like his aura most. Woody, what gives? Are they back? All right, guys. Today we teach those mask intruders who's boss. Is everybody in position? Wait, hold on. I don't think I'm emotionally prepared. Would you calm down? Don't worry, I got you covered. Ich habe Mickey Mouse Zeichen gesehen. It's go time. Sehr geil. Toy Story Welt ist. Din, 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 din. Film, den ich gesehen habe, übrigens. Mehrmals, nehme ich an. Ja, mehrmals schon, glaube ich. What in the world? Er sieht fast genauso aus wie im Film. Vielleicht sogar ein ganz kleines bisschen besser. Weil irgendwie gruselig ist, oder? Aber wo gruselig. Have we been shrunk? And look at us. Border? I said order. Gorge. Who's gonna protect the order from them? Headless. Na warte du. Okay. We go on three. One, two. Wait. What are you doing? Who are those guys? Was geht? Weil die sind nicht mehr da oben. Ja, gut gemacht. Das war Donald. Ja. Das war doch beinahe vergessen. So, bitte gib mir nicht so hart wie alle anderen Kämpfe bisher. Übrigens, Truhe. Karte, Andys Haus. Also super. Nächste Dings hier. Fallschock. Dreck. So, muss mal mein neues hier ausprobieren. Was ist das? So, wir warten nochmal. R2, ne? Zum Ballern. Jetzt irgendwie die Meisterform auf Steroide. Ich hab so ein Gefühl.
Oh, steh auf, Männchen, gut. Wenn ich gegen eine Luftschleuer drücke, Kreis, um steh auf, Männchen auszuführen. Gut. Eine sehr wichtige Fähigkeit. Wait, you look familiar. I know this. You're Zora. Huh? My name's Sora. Oh. Stay back. For all we know, the intruder said. Zora! Slow down there, Rex. We don't know them. But we can trust them. They're the number one selling heroes in the country. Yeah, and his mom must have bought him for him. Ham's right. Did you see how easily they took care of the intruders? I bet they're here to figure out why all our friends have gone missing and why Buzz's laser started actually lasering and had all the weird stuff that's been going on. I mean, that's what heroes do, right? Let's not jump to conclusions. Und sie direkt eine Entschuldigung dafür. Gotta be smart, Woody. Irgendwie rausgebracht, damit was irgendwie was machen kann. Andy's new toys? Toys? You sure did a number on those intruders. Those are the Heartless. The Bad. We've been fighting against those intruders for a while. I knew it! Okay. Huh? In that case, you're all right by me. My name's Woody. Put her there. Hey. Now, hold on. I'm Sora. You're Sora! Actually, my name's Sora. And I'm Donald. Oh, I'm Goofy. And I'm Buzz Lightyear. Call me him. It's a real honor. And I'm Rex. I'm your biggest fan. In fact, I've been playing your game for months now. And I've already gotten you all the way up to level 47. What? The Bahamut boss is really tough. Slinky and I can't figure out how to beat it. Das Spiel hat wirklich irgendwann mal rauskommen jetzt? I wish Slinky and the others were here. They'd be so happy to meet you. All troops at attention, sir. Strangers from the Außenwelt. Wusste es. Welcome. They're all toys? So that's why we look the way we do. Huh? Excuse me. You said that you've battled those intruders before. Tell us where and why. Oh, well, we are... No. Well, you must have come from somewhere. Take it easy, Buzz. What matters is that they got those intruders out of our way for at least a little while. No need to interrogate them. Yeah, Buzz. Woody's right. Noted. But still. Hey, have those intruders, the Heartless, been a problem around here? No. They just showed up a little while ago. In fact, da bringen wir Schwierigkeiten in die Welten. Materialized right after all of our friends up and vanished. You don't think. Well, gee, it can't just be a coincidence. It wasn't always this lonely. One day we woke up and we were the only toys left here. Nobody's heard from Mom, Molly, or Andy. We keep waiting for Andy to come home. You really care about him. Yeah. He's the best friend that toys like us could ever hope to have. All right. We better start looking. Huh? Have you got any clues we can go on? Any other strange things that happened? Well, there's one thing. One big thing? Huge, sir. What thing? After everyone went MIA, the intruders didn't come alone. They arrived with a guy wearing a hood dressed in black, just like you. As a matter of fact, he's the only other toy we've seen outside of you three. A black hood?
But that would mean the organization! You know who it is? Yeah, they're bad news. Seems like you have a lot of enemies. We may have a hunch what's causing all the weirdness. Would you mind if we handle this? I'm sorry, but we're not gonna leave this to you. Huh? If that guy had something to do with our friends vanishing, then he's our problem too. We've got to work together. Right. So then, weil wir schon hat, sobald wir gegen Herzlose kämpfen, die größer sind als normaler Mensch, dann haben wir ein Problem, ne? Then Galaxy Toys is where we're going. Sora, follow me. It's out the window and down the roof. Not so fast, cowboy. You seem pretty gung-ho about going. But shouldn't we stay here and wait for Andy? Well, you've got a point, but we've tried waiting. Look, if we go with Sora, we might find a clue. Are you with me, Buzz? Of course. Okay, let's move out. Come on, let's head over to the toy store. And it's all. Oh, die Musik. Wir haben Woody und Buzz in unserem Team. Sag mal. MP hast Hyperheilung. Oh, cool. Trotz Kopf, oh, all diese geilen Sachen, die ich auch habe. Glücksboost. Cool. Ausrüstung. Bevor ich vergesse, ja. Gut. Erst mal gucken, denkt's, bevor ich es vergesse. Staufmännchen, Aktion. Ah, ich brauche Dings dafür. Dafür brauche ich einen, ne? Einen nur noch. Oh. Finde ich ein bisschen wichtiger. No. Oh, wen Birth by Sleep. Oh, Mogelshop, den will ich vielleicht haben. Da gibt es ja keine Schatztruhen mehr. Doch, ich wollte schon sagen. Ist ja bestimmt noch irgendwas. Wie wir einfach überall einfach hochlaufen können, ne? Na, ich glaube, wir haben ja alles, ne? I am so starstruck. Your game is my absolute favorite. I certainly hope we find some answers at Galaxy Toys. You ready, Sora? Next stop, the toy store. Oh, guck mal hier. Schmieden. Fotomission. So kreativ die muss auch sein mögen. Manchmal brauchen selbst sie ein wenig externe Inspiration, um neue Ideen aus dem Bommel zu stellen. Weise die Welt und bringe ihnen Mokes Fotos von den Motiven, von denen sie dir erzählen, und halte dafür brandneue Spielrezepte. Okay. Mit Top-Handschuhe geht nichts, Kupo. Statue von Herkules. Boost-Papas, Wasserkerns, Flammenkerns. Also vom Gegner muss ich ein Foto machen. Dann können wir hier über hochleveln. Doch. Machen wir mal das, ne? Florid.
Scheint nicht so schwer dran zu kommen sein, ne? Also man kann mehr oder weniger jedes Ding hier hochleveln, ne? Formänderungszeit, oh, cool. Okay, da ist richtig cool. Gut, dann Ros hier. Schon direkt halt. Da muss ich von denen nicht Dingen machen. Ja, wo ist meine Gruppe? Hi. Oh Gott. Da war komplett neue Musik, weil wir halt eine komplett neue Welt hier besuchen. Okay, the first thing we've got to do is head down the street. Galaxy Toys is on the other. Ich hab eine Idee. Pass auf. Oh. Ah, schon wieder nur ein Elixier. Also nur. Lass mich mal ganz kurz gucken. Gegner. Wasserkern, Flammkern, Erdkern. Ja, jetzt gezählt, weil ich ein Foto von denen gemacht habe. Flammkerns, Wasserkern, Pustepapas. Okay. Ich meine, ich habe doch ein Foto von denen gemacht. Da läuft irgendjemand. Das passt, oder? Ja. Na, falsche. Falsche Richtung. Boah, läuft alles schief. Bin doch fast tot. Geht nicht. Alter. Da geht gleich schon wieder, wenn es so weitergeht. Okay. Ja, das Waisenform extrem halt. Oh, da wollte ich gar nicht einsetzen. Okay. Let's see. Eins auf dem Meter wollte richtig gewesen sein. Waren doch die Viecher, ne? Oh. Ach, die Viecher sind das. Boah, ich dachte, die waren das. Oh, sagt mir das doch einer.
I bet you there's a lucky M-bomb here. Ja, wo denn? Goofy, was ich so schon mehr, aber dich nicht sehe. Wie kommst du eigentlich darauf, dass man hier was finden könnte? Wo denn, Goofy? Wo siehst du denn hier was? Hallo? Und er hat gesagt, irgendwo hier, ne? Na los, Goofy. Sag schon, wo du es gefunden hast. Goofy? Na, Goofy? Aber wir können sogar hier über die Straße und all sowas gehen. Irgendwie habe ich gedacht, das wäre irgendwie so abgetrennt. Oh, ich sehe es. Clever. Dieser Finger oben wird man nicht loben. Angriff und FP 20. Ja, so viel brauche ich doch noch gar nicht. Warum jetzt mal lang da lang? Über die Straße. Wir kämpfen einfach auf der Straße, ist klar. Ganz ruhig, Kollege. Aber auf die Straßen kann man nicht, ne? Wie Woody läuft. Genauso wie im Dings, im Film. Ne, warte. Was ist das? Und das? Und Feuer frei. Was? Ja, da muss man nicht hin anscheinend. Na doch. Ich dachte, diese rote Markierung bedeutet, da müssen wir nicht hin. Ich weiß das doch noch nicht. Ganz schön lange Ladebildschirm. Bestimmt lange Cutscene oder so. Da wird ein riesiges Gebiet hier auftauchen. Hey, why doesn't that toy move? I guess it hasn't figured it out. Figured what out? What? I can make it move for you. Huh? You're from the dream, the first of the Xehanorts. I'm so honored you remember me. Okay. Sind du halt im Leben der Traumfresser? Traumfänger. One heart's shadows fill the emptiness of another. See how they bring him to life? Like heartless and nobodies, they fit together. Enough! Why are you doing this?
There's a darkness we are missing and must reclaim. The way hearts connect in this world can provide us with a clue. So we made a copy of the world, and then pulled those hearts apart. I wonder how you'll handle the strain. Wait! What does that mean? Don't let me down. Dankeschön. Buddy, what is going on? Is this toy a friend or foe? I think we've got our answer. Also mal auf mit dem Ding, ey. Yeah, if the Heartless know how to do it, there's no reason you can't. Do what? Huh? Brilliant. I'm on it. Mecha activated. Ja gut. PCG ist nicht mal so, wie das ein Cockpit steuert. Wenn du ein GS im Spiel zu klein Galaxy Toys besiegt hast, kannst du einsteigen, indem du Dreieck drückst. Unterschiedliche Fähigkeiten. Probier sie alle aus. Was? Irgendwie funktioniert Schlag nicht. Ich darf mich nicht bewegen anscheinend. Ja, aber hier oben kriegt er mich nicht. Ist eigentlich nicht so aufpassen nicht. Ich werde nur ausgeschleift, wenn ich K.O. gehe, ne? In die Fresse. Aber ja. Normal angefangen sind irgendwie nicht so. Ja. Oh, ich habe immer noch Ding. Rest hat. Einer. Boom. Rest hat. Oh, das ist richtig geil. Oh, der Mutter will ich, okay. Das ist ein neuer. Und Bodycheck. Ich soll wieder an der. Dann gehe ich hier mit dem blauen. Wie viele von denen kommen denn noch? War ich schon die ganze Zeit Bomben mit denen? Ja, macht es glaube ich ein bisschen einfacher. Wenn so ein Lian einsteigen, obwohl die irgendwie nicht viel AP haben. Mal da rein. Sehr geil. Wo ist das? Warte, ich habe gar nicht getroffen. Neuer Itemslot und Teamangriffszeit.
was being controlled? He wasn't just switched into battle mode by accident? Buzz? It's nothing. I'm confused. Hmm? That guy in the black coat, did he say he made a copy of the real world? What's that mean? It probably means they split this world in two. Your friends in one world, us in the other. Only one of the worlds is real, and the other is just really convincing. You can't be serious. Oh, that's right. You're from a video game. Well, maybe in your game, that's how things work. But here in reality, you can't split worlds. Huh? Well, this is ridiculous. Hey. Ja, diese Phase schon hinter sich, ne? I admit, it does sound just a little far-fetched. But say we have been taken to some kind of alternate world. That would explain why your laser's real. And is it really that crazy? Worse than evil emperors and protecting the galaxy? Any of that ring a bell? Point taken. But that just means these strangers are part of the delusion. And I say it's time we parted ways and went home. Thought we were friends, not strangers. Look, I get that it seems weird. But we know something's wrong with this place. We should stick together. Sora's right. They helped with the intruders, so they might help find our friends. They have been there for us so far. You can't deny that. Come on. Every toy deserves a fair shake. Am I right? Tell it to that toy over there. Sheriff, sir! Huh? Rex has just been dino-napped! What's that? My men saw him get hold of the second floor, sir! And him and the aliens are MIA! Come on! We have got to find them! Please, let us help! Yeah! Well, Buzz? Do you really think we can save our friends on our own? We didn't get very far before. We gotta take all the help we can get. Don't worry. Sora can be reckless. What? And Donald grumbles a lot. It's true. But you can trust him. Yeah, that's what you do. It's true. Huh? He does? See, they don't seem bad. Am I right, Buzz? Okay, fine. We do need the extra help. But just so we're clear, I remain skeptical about this. I'll work with you till we find our friends. Okay. Thanks for the help, Sora, Donald, Goofy. My troops will return to the field, sir. Macht ihr das? Private. Sergeant, Kommandant, keine Ahnung. This ascent is going to be rather tricky. Too bad we're not strapped to a rocket, huh? Hey, think we could use that? Oh. It's perfect. Come on, guys. George, I'm kind of worried about our new friends. Ich habe irgendwas gesehen. Ich dachte, das wäre ein Struggle. Ja, sieht auch so aus. Clowns in der Dunkelheit? Was? So, wie sieht es denn hier so schätzemäßig aus? Ja, ich habe schon wieder ein paar verpasst. Wahrscheinlich. Mal schauen. Oh, Kasse. Geld. Wow. Hope we find some ingredients around here. Ja, mal will ich irgendwie Schwierigkeiten geben mit der Musik. Das ist ja die gleiche Musik wie im Film, fast. Ja. Sieht richtig aus, als wäre das irgendwie vom Film direkt hier, diese Grafik. Finde ich sehr gut.
Julia ist eine Anspielung an Barbie. Make the Visitor. Monstrous Monsters. Play Plus. Ist er nicht da, von wo wir herkommen? Let's see. Keine Ahnung. Ich glaube ja. So, gibt es hier nirgends mal eine Truhe. Kollege. Hör ich sein. Einsteigen. Kann ich sein, ja. Hallo. Vor allem in Dings hier gab es voll viele Schätze im Olymp. Und hier im Twilight Town gab es aber 10 Stück. Mir scheint es auch nicht so viel zu geben. Das ist ja gemein. Von der Olymp war ja auch riesig, ne? Ich weiß ja nicht, wie lange diese Welt hier sein wird. Jetzt habe ich noch keine einzige Truhe hier drin gefunden. Bin ich ein bisschen skeptisch. So. Ach, da ist eine Truhe. Das bestimmt hier von diesem Gebiet, ne? Ja, habe ich einen verpasst. So, 3 Schätze oder 4, glaube ich. Ich bin auf den Ding hier drauf. Okay. Noch nicht. Hm, 3 Rails. Yeah. And each one leads somewhere different. 1, ich sehe keine 1, aber guck mal, war oder noch mal gucken. Okay, wenn du jetzt sagst, so. Was ist mal gegen so ein Ding ohne Dings kämpfen? Zeit hierfür. Stimmt ja, wir haben ja was, wenn wir mit jeder Waffe eine andere, ne, einen anderen Fokusangriff, oder? Oh Gott, was hat, oh. Was denn? What? Speicherpunkt. Erfrischungsbereich. Ja, man kann hier sogar rein, ohne dass Gegner auf einen loskommen. Oh, hey. Boing. Okay, machen wir mal. Ich nehme rollenden Erdbeeren aus und sammle die Pudding ein. Oh Gott. Ah, Finger weg von mir. Na. Ah.
Ich will ihn da in der Luft treffen. Immer größer, oh Gott. Immer größer. Alter. Hey, verfolgen mich voll. Oh Gott. Der bestimmt voll im Bestrekord hier aufstellen. Ah, Finger weg. Geh weg von mir. Oh Gott, die fallen ja noch alle um, wenn es weitergeht. Okay. War gut. Ich glaube, das war gut, ne? Erdbeere. Eine Erdbeere. Hab schon an. Ich will eine Soda kommen. I bet we'll find some ingredients around here. Yeah. Mein Gott, du hast recht, Goofy. Oh Gott. Die verschwinden einfach, sehr geil. So ein Kampf, cool. Glaube ich. Brutform. Was? Oh Gott. Es stinkt. Die Antiform. Jawohl. Ah, oh, das war meine Lieblingsform. Sehr geil. Heilen. Okay, das war geil. Weil diese Dinger machen voll Schaden, ey. Oh mein Gott, du. Das ist aber größer als du. Was machst du jetzt? Hat er gefällt, dann mache ich hier. What? Okay, komm her. In die Fresse. Wir fliegen mit Stil. Wir fallen elegant, meine ich natürlich. So, auch hier kommt auch noch was. You sure you saw him? Yes. He just... Shh. Do you guys hear something? What's that? Something feels wrong. Another toy's being controlled. Buzz, you sure? If it wanted to play nice,
and it should have stayed away from my friends. Warte, das ist irgendwie ein Viech von halt nicht Skylander oder so. Sieht so aus. So, ich hätte gerne mal so einen Roboter, das wäre glaube ich richtig gut. Aber wäre eine gute Idee, ne? Hi. Boom. Da machen die Schaden. In die Fresse. Sehr gut. Ja, da kommt schon direkt der nächste. Muss irgendwas am Rücken, kann ich das zum Explodieren bringen. Oh Gott. Man kommt der auch leicht zum Leben. Macht er auch leicht zum Leben. Nein, da. Ja, das ist ein bisschen sicherer. Und das war relativ einfach. Ich habe Rapid Heap gelernt. What? What's this? Oh no! What did I do? Nice moves, Rex. That was great. Great? Really? Would you say I was impressive? Very impressive, Rex. We couldn't look away. Hooray! Oh, that makes me so happy. Were you watching too? Did you see what I did? I was going to hear some, listen, but I think I might have actually seen something close to Earth to Rex. Do you know where the others were taken? What do you mean? Did something bad happen? Back to square one. Oh, great. Huh? Sarge, have you got a status report? Sir, one of my men just located Ham, forward of our position, in babies and toddlers. The corporal was debriefing him, but something must have gone wrong. All radio contact has been lost. Anything more specific we can go on? Right before I lost contact, I heard music with some sort of sonic interference. Music? You think it could be the Heartless? What if it's another big monster? Let's find out. I agree. Actually, I think I'll head back and wait by the entrance. I'm sure those vents are going to be much too narrow for my big dinosaur tail. Really? I'm sure you'd fit. Rex is right. Besides, we need a lookout at the entrance. It's an important mission. Can you do it? Oh, ich verstehe es. Yes, sir! Na gut. Ja, komme ich überhaupt noch mal raus? Ja, bestimmt, ne? Halt. Nee, das ist eine Schere. Ja, der will so als Mickey Mouse Zeichen zählen. Sollte ich vielleicht mal Ausschau halten. Von hier aus mal, ob ich Schatztruhen oder so finde. Ich weiß noch, ob ich mal, als ich noch damals hier so ein Toy Story 2 PS1 Spiel gespielt habe, das war richtig lustig. PS1, ja, PS1. Muss man Bass spielen. Muss man gegen, wie heißt er nochmal, Zorg kämpfen oder Zorg?
Ich würde sagen, das reicht für diese Folge, ne? Gut, dann gehen wir mal wieder. Diese Schienen, die führen alle. Oh, die grüne Schiene führt ganz nach oben irgendwo hin. Gehen wir da noch ein. Ja, ich gehe mal da hoch. Warte mal. Müssen wir, glaube ich, hin, oder? Ich dachte, deshalb werden die PlayStation-Zeichen. Kinder und Babys, ne? Hieß es doch. Das sieht irgendwie da so danach aus. Mal auf die grüne Schiene gehen. Jetzt sehe ich aus, als ging es ganz nach oben. Und ganz oben ist was Schönes. Mickey mit den Rasen. Okay, neues Minispiel gefunden. Und noch eine kleine Truhe. Was muss natürlich wieder einen draufsetzen. Ich komme da nicht hoch. Wo ist nochmal der Speicherpunkt? Oh Gott. Oh Gott. Ich habe es nicht mehr erwischt. Nein. Gehen wir mal ganz zurück. Und es fehlt ja immer noch eine Truhe. Ich möchte die noch finden. Wenn es nicht so viel verlangt ist. Ist ja auch irgendwo hier in der Nähe sein. Okay. Jetzt muss ich auf den Boden stampfen, so wie die hat im Film gemacht haben. Damit sie die Tür öffnet. Irgendwo habe ich da eine Truhe verpasst. Ah, wo schon wieder? Wenn ich schon nicht hier im Olymp alle Truhen gefunden habe, dann will ich schon mal anders welche. Jetzt mich nicht. Das ist Andys Haus, ne? Ja, meine. Ich glaube, es ist egal, in welche Richtung. Also bin ich da lang gegangen? Ja, ne? Ist glaube ich egal, in welche Richtung wir gegangen wären. Ja, da geht es auch zum Dings, ne? Ja. Da haben sie mich aber ganz schön ausgetrickst. Warte, ich finde die letzte Truhe hier noch. In diesem Gebiet irgendwo. Muss doch irgendwo hier sein, ne? Na komm. Alter. Weil das alles hat nächstes Gebiet, ne? Na, hier muss irgendwo eine sein. Elixier, da war diese große Kiste. Und das kam da danach, also muss es ja irgendwo dazwischen sein, ne? Irgendwo hier. Na komm. Soll irgendwo hier noch sein, ne? Ich gehe nicht, bevor ich nicht diese Blödruhe noch finde. Na, das kommt.
Na los, mach schon. Vielleicht ist ja ein Briefkasten, oder? Sieht nicht so aus, als würde ich die finden. Hier noch sein. So, weil hier schon. Gott. Was ist wohl da drinnen noch? Na komm, verarsch mich jetzt ja nicht. Ganz auch echt gut versteckt. Oder die Welten sind einfach so groß, da findet man die einfach nicht. Könnte auch sein. Ich glaube, das könnte sogar der Grund sein, ja. Irgendwo da draußen sein. Irgendwo ein Baum da oder was? Mal irgendwie da aufs Dach. Da kann man nicht lang. Hey, ich bin gerade am Suchen. Soll. Lass das. Attraktionsgruß, Angriff. Okay. Ich kämpfe hier überhaupt nicht. Trotzdem Erfahrungspunkte. Danke. Boah, kann doch nicht sein, dass ich hier wieder eine Truhe nicht finde. Gibt's doch jetzt einfach nicht. Das kann doch nicht alles sein. Such noch weiter. Mir damit sagen, dass hier irgendwo so ein Ding ist. Hope we find some ingredients around here. Ah, das gibt's einfach nicht, ey. Ich finde das natürlich wieder nicht. Aber ich kriege mal so einen Schatzmagnet oder so. Ich glaube, da werde ich in diesem Spiel brauchen. Also halt, ist da oben vielleicht irgendwas? Hat wo? Wo? Ich will jetzt so eins finden, ja. Wo denn? Wo seht denn die halt immer? Ich glaube, ich habe die letzte Truhe gefunden. Da ist, oh mein Gott. Das ist ein verkackter Mithrilstein. So. So, wo hast du jetzt schon wieder so ein Ding gesehen? Ey? So, ich bin hier gelaufen. Da. Oh. Let's see. Yes. Ups. Boom. Gut, haben wir das auch. Ich schätze bisher, dass hier mal Sachen einlagern. Fenstersplitter.
Ich würde gerne ein Foto der großen Beasts und Bugs Wandwerbung sehen. Sagt er mir jetzt erst? Kann ich irgendwas hochleveln? Ich soll mir mal hier so ein paar Dinger herstellen. Aerosog, Dunkelsog. Nicht so, als würde ich für irgendwas anderes hier Dinger erstmal brauchen. Na, Ultima. So, Kupo-Münzen. Wenn du im Besitz einer Kupo-Münze bist, wenn sowas LP im Kampf auf Null fallen, rettet die Macht der Moki so aus seiner misslichen Lage. Erworben werden. Jedoch kannst du nur immer eine in deinem Besitz haben. Sie wird im Fall der Fälle automatisch benutzt. Okay. Ja, damit. Das ist aber krass. Mehr gibt's ja gar nicht. So, ein bisschen mehr Abwehr. Wie ich einfach noch gar nichts ausgerüstet habe. So, Rapid-Tief, greif mit einer dreifachen Schlagserie an. Ja, warum nicht? Mit Chance, Einbildung, wenn er liefern kann, aufgeschraubt werden, um den Effekt zu steigern. Na, muss nicht unbedingt. So. Haben wir das. Und ihr braucht halt noch nichts. Gut, würde ich sagen, das war's für diese Folge. Hat auch lang genug gedauert, 1 Stunde 7 Minuten. Und ja, dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder von Let's Play Kingdom Hearts 3. Ich bedanke mich allen fürs Zuschauen und sage tschüss, bis zur nächsten Folge.